wieder. Guten Morgen. Ja, wir drehen jetzt hier gerade den Imagefilm oder das Mission Statement von Silvia. Andi ist ja an der Kamera, organisiert das alles. Wir nehmen es noch auf. Ich bin Assistent und gucke, dass wir Silvia auch voll versorgt haben, alles immer am richtigen Platz ist. Sehr, sehr spannend dabei zu sein, sehr, sehr spannend das mitzumachen. Heute ist Sonntag. Sonntag ist immer Sonnentag, deswegen scheint heute die Sonne und heute wird es richtig geil. Guten Morgen, Clemens. Morgen. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ja? Was macht Costa Rica mit dir? Was macht Costa Rica mit mir? Es macht mich glücklich. Also Costa Rica ist echt ein richtig cooles Land und wenn du alleine siehst, wie die das Frühstück hier machen, so liebevoll. Ich weiß nicht, ob du diese Tiere schon gesehen hast aus dem Obst. Und die sind immer am Lachen und haben immer Spaß dabei. Und das ist das, was für mich Costa Rica ausmacht. Sehr viel macht Costa Rica mit mir, ja. Ich bin wirklich so voller Energie und Elan und ich komme so richtig in den Flow auch beim Arbeiten, ja. Also ich fühle mich total verbunden mit der Natur, mit dem Meer und mit dem Universum und weil auch alleine Damian hier seine Webinare gibt und ich auch die Unterstützung bekomme von dem ganzen Team, fühle ich mich so, als ob ich quasi ein Webinar für Damian gebe. Und deswegen bin ich auch total dankbar, auch aufgeregt, weil ich das Gefühl habe, das bin jetzt gar nicht mehr ich oder ich mache das nur für mich, sondern ich kriege so eine geniale Unterstützung, dass das Gefühl einfach 100-mal größer ist oder schöner ist, als wenn ich das alles eben sonst immer nur mit meinem Team zu Hause mache. Und ich habe irgendwie nichts geschafft und scheiße. Vergessen aber, was wir auf diesem Weg schon alles gemeistert haben. Schön nass. Also hier mal so, wenn Gefäße gefüllt sind, wenn Gefäß was? Gefüllt sind. Und zwar an Feuerrand was? Dann kann da noch was rein, ja oder nein? Nein. Wenn da so Veränderung bewirkt werden sollte, muss ja erst noch was gehen. Ich muss was loslassen, damit was noch rein. Wir dachten so, dass wir heute Abend hier in Costa Rica an diesem Ort, dieser Energie, schon mal damit beginnen, auch ein paar Aspekte loszulassen, ein paar Dinge abzulösen. Das hier ist ein ganz besonderes Holz, das wir letztes Jahr ja auch schon eingesetzt haben. Das ist das Palo Santo-Holz. Das Palo Santo-Holz hilft dabei, Holz zu reinigen, beziehungsweise Orte mit einer ganz besonderen Energie aufzuladen.